eisig kalt heute, Leute. Aber wir scheinen den Eingang zu schaffen. So wie es aussieht, mit Eingang. Boah, schon wieder hört mich durch den Wind. Wir sind das erste Mal. Das sieht doch mal sehr vielversprechend aus, ne? Wissen wir auch nicht, was uns erwartet, hier dazu sagen. Nee. Aber ihr seht auch, dass wir schon gestellt, ne? Wollen wir hoffen, dass wir hier den Eingang haben? Oh, ist das kalt. Nicht den Mut verlieren. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Wahnsinn, was hier gerade abgeht. Die Welt geht unter. Nee. Was ist los hier? Das Leben. Der eigene Schutz. Genau. Also sehen wir uns gleich wieder im Auto. Wenn es weitergeht, genau. So, wir sehen uns wieder. Was sagst du? Oh. Tino, was sagst du denn dazu? Oh. Alter Schwede. Hey Leute, das war ein Abenteuer. Wir sind zurück zum Auto. So ist das, Mann. Mini-Mikro-Abenteuer, wie immer. Mitten im Sommer. Wir haben Frühlingsanfang und ich sehe aus, als wären wir hier mitten im Winter. Das fing auf einmal an zu schneien, Kraupel, keine Ahnung. Donnern, hier ging auf einmal richtig Post ab. Ich glaube, ich habe das irgendwo als kleines Shot gemacht. Wahnsinn. Sollen wir warten, bis sich das kleine Wetter schon gelegt hat und dann versuchen wir es nochmal, den Eingang zu finden. Lass doch bis jetzt schon mal einen Daumen nach oben da, wenn dir das bis jetzt gefallen hat. Von mir aus schon mal einen. Puh. Mal ein paar Minuten warten. So Leute, wir hatten eben den zweiten Versuch nochmal gestartet. Wir haben keinen Eingang gefunden. Jetzt sind wir auf der Suche nach dem zweiten Bunker. Aber wie ihr sehen könnt, es ist immer noch am Schneien. Wahnsinn. Wir haben heute den 23.03. Unglaublich. Ich dachte, das wäre Frühling anfangen. Das sieht aus wie noch mitten im Winter. Aber cool, ist mal was anderes. So, drück uns mal die Daumen, dass wir dann beim zweiten Bunker den Eingang finden. So Leute, so wie es aussieht, haben wir da vorne was. Da mal. Da mal so zum Rand einsprungen. Wenn es zum Beispiel uns weg wäre, wenn wir hier fast ins Fell gehen. So, gehen wir mal wieder runter. Ne? Heute mal reinkommen. Und? Ja, Tino, geht mal weiter, also heißt, müssten wir weiterkommen. Man kann nur mal ein bisschen davon aus, dass
Fledermäuse isst, aber so wollen wir ja nicht schlafen werden, oder? Deswegen, ich hoffe, dass hier noch schon mal ein bisschen fallen. Jetzt gehen wir von hier aus einfach wieder zurück, oder? Auf Naturhochschuh. Das heißt, kein Schlafen hier drin. Aber wir kommen hier eh nicht weiter, Leute. Weil hier ist es sehr hoch mit Wasser. Sehr schade. Ein legales Loch gleich, René. Das ist aber tief, ey. Hat man auch noch nicht, gell? Nee. Guck mal, ist doch gut. Wo sind wir denn hier? Da! Kalkwerk! Schade! Mini-Mikro-Abenteuer! Ah! Meine Herren, das ist aber tief, ey, oder? Hier sind die Trichter. Das ist einmal dieser und einmal dieser. Habt ihr gerade gesehen, dass es sehr, sehr tief war? Wie bitte? Hier ist dein Großvater. Woher weißt du das? Hast du ihn gefragt? Ja, der hat denselben Krauselbart wie du. Ja, hier habt ihr gerade gesehen, ne? Wie tief es hier geht. Kalkwerk kenne ich mich null mit aus. Also es wäre dann auch für mich das erste Mal. Steht hier, aus welcher Zeit das war? 1858 erbaut. GmbH, bla bla bla. Ah, hier wurde 1959 wurde der Brennbetrieb eingestellt. Krass, ne? Ja. Ich würde sagen, wir schauen mal. Hier sind auch ein paar Bauzäune. Ob wir irgendwo an einem Bauzaun vorbeikommen. Wir holen euch wieder mit, wenn es soweit ist. Aber hier sind auch noch. Ja, das sind schon. Ja, ein paar Meter. Ein paar Meter sind das. Das ist nicht gerade wenig. Wir versuchen mal, ob wir hier irgendwo reinkommen. Ja, hier sind diese großen Brennkammern. Soweit ich das eben auf dem Plan jetzt verstanden habe. Das soll dann bestimmt diese Brücke sein, die kaputt ist, was wir eben vorne gesehen haben. Tino, du hast das Ziel erreicht. Ja, hier seht ihr, die Treppe, da geht's schon mal in dieses Kalkwerk, da ist das rein. Ja, wir rennen mal ein bisschen gucken und können uns ein bisschen mit. Hier abbauen. Ah ja, hier sieht man genau, wo wir es abgebaut haben. Ja, hier sieht man schon die riesengroßen ganzen Trümmern. Da unten liegen. Da haben sie hingehangen, ein Seil. Da hat irgendeiner ein rosa Seil hingehangen. Ja, da sieht man noch Reste da. Ich weiß nicht, ob es auf der Kamera erkennt. Da hinten wurde alles abgebaut. Da unten steht noch ein Gebäude, guck mal. Wo? Aber es ist alles komplett umzäunt. Ach, da. Weil ich habe eben auf der anderen Seite nämlich auch ein Loch im Berg gesehen. Hast du das auch gesehen? Das habe ich auch gesehen, ja. Meinst du, dass das damit verbunden ist? Ja. Aber war das nicht hier diese Brücke, ja, die vorne das Schild stand, die kaputt ist? Ja, aber du kannst ist? Unter der Brücke durchgehen, dann kannst du da in der Hütte raus. Aber wie gesagt, ist alles umzäunt und... Was haben wir da? Da sind noch mehr. Ein Abenteuer nach dem anderen hier. Laufen machen! Ja, ihr könnt auch sehen, alles eingezäunt hier.
damit sich hier ja keiner den Abhang hier runterfällt, runterrutscht. Ah, da könnt ihr auch noch sehen. Ich weiß nicht, ob ihr seht, da hier ist alles jetzt ziemlich weit runter. So, da haben wir noch alte Gemäuer. Huch! Mal sehen. Ah. Nichts Aufregendes. So. Hier oben haben die immer die Fahrgäste die Pakete abgestellt. Ja, ihr sehen könnt, alles schon demoliert, besprüht, Scheiben eingeworfen. Ja, immer bei den alten Zügen der Tisch und unten drunter immer der kleine Mülleimer schon gewesen. Das kannte ich noch von meiner Kindheit, wenn ich mit dem Zug damals gefahren bin. Hatte ich auch schon immer. Ja, seht ihr, der ist nicht lang, nicht groß. Ja, hier haben wir einmal auf der linken Seite die große Sitzfläche. Hier die kleine. Aber schwer randaliert. Hier wird bestimmt hier ist die Zentrale und hier müsste normalerweise das WC gewesen sein. So ist es auch. Ja. Gerade mal so groß, dass man sich gerade so hinsetzen konnte. Ja, auch hier im weiteren nächsten Abteil. Ja, hier kann man die Tür zumachen. Ah, die geht sogar noch. Ah, sehe ich jetzt erst Raucherbereich. Und da hinten sehe ich ganz klein Nichtraucher. Ja, hier auch wieder, wo man alles abstellen konnte oben. Die Scheiben, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, konnte man so hochziehen, runterziehen. Ich weiß gar nicht, ob es sie heute noch so gibt in den Zügen, weil ich bin das letzte Mal Zug gefahren, ich glaube vor 17, 18 Jahren rum. Ist schon verdammt lange her. Ja, hier für damals die Notbremse. Kann man es öffnen? Ne, die ist versperrt. Gehen wir da hinten wieder raus, wo wir reinkamen. Hier sieht man noch die alten kleinen Lämpchen. Hier haben wir das Nichtraucherabteil. Ja, hier wieder die Bremse und hier das Zeichen für Nichtraucher. Sehr, sehr schade, dass er schon so ramponiert ist. Warte mal, Leute, oder habe ich jetzt gerade was Falsches erklärt, dass das die Bremsen sind? Und das für die Türen? Ja, oder? Ja, stimmt, gibt's Sinn. Das für die Türen, das für die Bremsen. Oh. So, wieder draußen. Ja, da haben wir noch alte Anhänger, was damit mal war, kann ich leider nicht erklären. So, mal ganz zart hier runter. Jappla. Da seht ihr auch, der ist noch nicht angeschlossen. Zeige ich euch das gute Stück mal von außen. Ja, wie ihr sehen könnt, alles demoliert, zerstört. Der hat seine besten Jahre hinter sich. Ja, Leute. Da hinten ist der Waggon. Und was gehört natürlich zu einem Zug oder Waggon natürlich? Der Bahnhof, aber der Bahnhof ist komplett zu. Wir sind schon mal eben rumgelaufen, kein Reinkommen und ihr wisst, was zu ist, bleibt zu. Was wir aber noch gefunden haben. Ein kleiner Anhänger. Ich würde echt mal gerne wissen, da ist ein Kessel drin, wofür dieser kleine Zug mal war. Ist das eine Lok? Nee, oder? Ich weiß nicht, ist das eine Lok? Ja, eine alte Kessellok. Meinst du? Ja. Hier wurde ein Feuer drin gemacht. Ja, so ein Kessel ist das doch, oder nicht? Ja, ja, eine Kessellok. Genau, Kessellok.
Aber der ist ein bisschen klein, oder? Oder ist er zum Rangieren gewesen? Das könnte ich mir ja vorstellen. Rangierlok. Oder? Ja. Ja, Rangierlok. Gut, Leute, das war's dann mit dem kleinen, aber feinen Sonntagsvideo. Der Tito sagt auf Wiedersehen. Und ich sage auch auf Wiedersehen. Wenn euch das kleine, aber feine Video gefallen hat, lasst es doch gerne mit einem Daumen nach oben da. Haut was ruhig in die Kommentare. Spaten an Fragen, Spaten an Kommentaren. Und vor allem ganz wichtig, wenn euch dieser Kanal gefällt, lasst ein Abo da. Schaut bei diesen netten Herren vorbei. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Sonntag zu einem neuen Video auf diesem Kanal wieder. Ciao, Leute.